Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und an meiner rechten Seite sitzt der allseits bekannte Eider Björn. Genau. Björn hat mich heute relativ spontan besucht, war hier in der Ecke gewesen. Ja. Haben geschrieben und gesagt, komm doch vorbei. Und, ne? Da bin ich. Da ist er. Und wie es auch nicht anders sein kann, wenn der Eider Björn hier bei mir sitzt, habe ich mir gedacht, der musste mit ihm auch ein Eider Single Malt probieren. Genau, und ich habe mir gedacht, wenn ich beim Whisky Wikinger bin, dann wird es wohl ein Bomo werden. Genau. Und den Bomo, den wir euch heute vorstellen möchten, ist ein unabhängig abgefüllter Bomo von Douglas Leng aus der Provenance-Serie mit 8 Jahren, 46 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl filtriert und stammt aus Refill Bourbon Cask. So einen ähnlichen hatte ich mal vor Jahren zusammen mit Ronny Hebs probiert gehabt bei den Hansezähl in Rostock. Der war aber 5 Jahre. Preislich liegen wir hier bei ca. 69 Euro. Ist schon eine Ansage für einen 8-jährigen Bomor. Aber was soll der Geiz? Ich bin Bomor-Fan, war auf die neugierig, weil der 5er wirklich gut ist oder gut war. Und habe gesagt, probierst du den. Ja. Hier im Glas, das ist uns vorhin schon aufgefallen, wir drehen das Video zum zweiten Mal, die Kamera hat nicht aufgenommen, sind so Schwebeteilchen, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass er wirklich nicht kühl filtriert wurde. Und die Farbe ist ein blasser Goldton, ne? Ja. Für Stroh ist er schon zu gelb, ja. Aber ins Gold geht er gerade so, wenn die Sonne so reinscheint. Typischer Bomo-Rauch, zart, ja. Maritim, mineralisch, du hattest gesagt, so ein bisschen muffig, ne? Muffig, genau, ja. Das ist ja so, finde ich, so dumpf, bei Bomo, ne? So einen ganz dumpfen, muffigen. Und der Rauch erschlägt einen nicht, der ist wirklich zart eingebunden. Selbst für 8 Jahre noch relativ dezent. Ja. Da kenne ich andere Bomos, die deutlich rauchiger sind. Aber trägt zu einer zusätzlichen Komplexität mit bei. Ne? Die Aromen, die wir hier in der Nase haben, vor allem eine Vanillenote. Ja, die ist sehr präsent. Eine helle Fruchtigkeit, grüner Apfel, vielleicht eine Spur. Eine leichte Säure ist auch bei, ne? Ja. Also ein bisschen Maracuja. Ich muss meinen Haferkeks nochmal wieder reinbringen. Dein Haferkeks, genau. Da hatten wir gesagt, eine Verbindung mit der Vanille könnten es auch so eine Vanilleplätzchen, Vanillekipfel sein. Ja. Aber auf jeden Fall eine Getreidenote hat er. Ja, definitiv. Und die ist aber sehr, sehr schön. Ja. Mir gefällt sie sehr gut. Mir auch. Er steigt eigentlich von den Aromen. Ist ein relativ einfach, unkomplizierter Whisky zum Genießen und zum Zechen. Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht immer, sag ich mal, ein Whisky haben im Glas, an dem man stundenlang riechen muss. Nö. Ne? Ja. In dem Sinne, Björn. Ja. Freut mich, dass du da bist. Schöner Antritt. Ja. Die 46 Volumenprozent stehen ihm gut. Sehr gut sogar. Brauchen nicht mehr. Müssen auch nicht weniger sein. Aromen werden schön nach vorne gedrückt. Allen voran bei mir die Vanille. Ja, die Vanille kommt zuerst. Dann die Getreidenote. Und dann haut der Rauch zu. Er baut sich auf im Mund. Ja. Also schön ist er. Ja, sehr schön. Rauch kleidet jetzt auch den ganzen Mundraum aus. Ja. Herrlich. Rauch wird im Gaumen, finde ich den Rauch präsenter als in der Nase. Ja, in der Nase ist er deutlich zurückhaltender. Ja. Hast du recht. Ja. Im Mund ist er richtig deutlich da. Jetzt so, so ein bisschen Eiche. Ja. Aber dezent, also keine Angst. Ja, also ist kein Holzbrett, in das wir beißen. Und ist jetzt auch nicht irgendwie extrem bitter oder sowas. Nee, gar nicht. Aber man merkt so ein bisschen Holzeinfluss, merkt man. Ja. Sollte man ja auch im Whisky. Das ist ja eine Spirituose, die in Holz gereift wurde.
Nee, schön. Ja, schöner Malt. Noch gibt es den zu kaufen? Weiß ich deshalb, weil ich mir den auch gerade nachgekauft habe. Habe ich aber gemacht, nicht weil er mir so super toll gefällt, sondern weil ich Bomo sammle. Ne? Ihr seht an dem Füllstand, den habe ich noch nicht so wahnsinnig lange auf. Aber den trinke ich doch recht häufiger. Und wie gesagt, der gefällt mir so gut, dass sie gesagt hat, davon möchte ich gerne eine zweite Flasche für die Sammlung haben. Ja. Darum. Ansonsten muss ich sagen, wer den probieren möchte, kann er den noch kaufen. Aber man sollte, denke ich mal, mit dem speziellen Charakter vom Bowmore gut klarkommen. Ja, weil das stimmt. Die sind sehr präsent. Definitiv. Ja. Der geht auch so ein bisschen in die Richtung von den alten Tempest-Abfüllungen. Die 10-jährigen in Fassstärke, First Fill Bourbon Fass. In die Richtung geht der so ein bisschen. Aber ja. Bevor ich weiter rumlabere hier. Ja, möchte ich mich auch schon verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben. Genau. Schaut unbedingt bei Björn auf seinen Kanal rein. I love Björn. Den gibt es noch gar nicht so lange. Wie lange gibt es dich jetzt? Nee, ich habe angefangen im November 23, letztes Jahr. Ja, ja, also vor 4 Monaten, 5. Ja, ich wollte schon länger machen, aber dann habe ich mich durchgerungen. Komm, mach's mal. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Nee, könnt ihr wirklich mal reinschauen. Viele rauchige Whiskys habe ich da bis jetzt bei Björn gesehen. Das ist richtig, es kommen aber auch einige nicht drauf. Genau. Und kleiner Kanal, junger Kanal, wäre schön, wenn ihr ihn unterstützt. In dem Sinne, dann lasse ich euch in die Arbeitswoche. Euer Eilabier und euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.